In letzter Zeit haben wir uns ja auch häufiger mal mit den etwas kleineren Flughäfen hierzulande beschäftigt. Und das hat einigen von euch immer ganz gut gefallen und deswegen reden wir heute mal ein bisschen über den Flughafen Nürnberg. Wie es da aktuell so aussieht, wie es da in der Vergangenheit aussah und was es da gerade so Neues gibt. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen natürlich einen guten Start in die neue Woche. Der Flughafen Nürnberg ist der zweitgrößte Flughafen in Bayern und war jetzt durch seine guten Wachstumszahlen, zuletzt unter anderem 2017-2018, auf Platz 10 der größten deutschen Flughäfen zu finden. Vor allem in den letzten 3 Jahren hat hier die Anzahl an Flugbewegungen wieder ganz ordentlich angezogen und daher kann der Flughafen Nürnberg zum aktuellen Zeitpunkt immer mal wieder ein wirklich stolzes Wachstum präsentieren. Aber fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an, denn die Geschichte des Flughafens ist tatsächlich nicht ganz uninteressant. Der Nürnberger Flughafen, an der Stelle, wo man ihn auch heute noch findet, war nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland der erste neue Flughafen, den man fertigstellte. Und das am Anfang mit einer 1900 Meter langen Piste, die man Anfang der 60er Jahre dann auf 2300 Meter und Ende der 60er Jahre auf 2700 Meter verlängerte und damit eine Größe erreichte, mit der auch moderne große Verkehrsflugzeuge schon mal wirklich etwas anfangen können. Und diese Länge ist auch bis heute noch immer aktuell. Und so entstand über die ganzen Jahre ein fähiger Flughafen zwischen Frankfurt und München. Also zwischen den beiden größten deutschen Flughäfen. Die sind beide jeweils nicht einmal 200 Kilometer vom Nürnberger Flughafen entfernt. Dennoch muss man natürlich sagen, dass das, was da in Frankfurt oder in München passiert, nie wirklich in Konkurrenz zu dem stand, was man dort in Nürnberg aufbaute. Somit war dieser Flughafen in Nordbayern schon immer besonders interessant für die Leute, die einfach dort aus der Gegend kommen, für die Menschen vor Ort. Und war immer besonders interessant für die dort angesiedelten Unternehmen. Dass das hier kein großartiger Dreh- und Angelpunkt für irgendwelche Langstreckenlinienverbindungen wird, das war immer klar. Denn dafür waren halt die Flughäfen in Frankfurt und in München da und für diesen Bereich waren sie einfach größer und wichtiger. Nicht zuletzt auch dadurch wurde der Nürnberger Flughafen zum richtigen Ort für Tourismusverkehr. Das, was halt in Frankfurt oder München nicht unbedingt im großen Maße stattfand. Und Nürnberg wurde halt der passende Ort, um eine Pauschalreise zu beginnen und lockte dementsprechend halt auch in diesem Bereich beheimatete Fluggesellschaften an. Und da können wir jetzt in der Geschichte des Flughafens an einer ganz konkreten, interessanten Stelle einsteigen. Denn am Nürnberger Flughafen begann nun mal die Geschichte des Nürnberger Flugdienstes. Und damit, wenn man denn so möchte, auch irgendwo die Geschichte der heutigen Eurowings. In der Mitte der 1970er Jahre gründete der Unternehmer und Pilot Hans-Rudolf Wöhrl, ein Name, den ihr spätestens seit der Air Berlin-Pleite wahrscheinlich immer mal wieder irgendwo gelesen und gehört habt, der gründete dort am Nürnberger Flughafen eben diese Fluggesellschaft. Das alles in einer Zeit, in der die Fluggesellschaftenlandschaft gerade hier in Deutschland noch höchst überschaubar war, in einer Zeit, in der der Ölpreis mehrfach explodierte und in einer Zeit, in der große neue Langstreckenflugzeuge bei den großen internationalen Linienfluggesellschaften Stück für Stück die Welt eroberten. Da gründete dieser Mann eine deutsche Regionalfluggesellschaft mit Sitz am Flughafen Nürnberg und begann seinen Flugbetrieb dort mit einer Piper Seneca, ein amerikanisches, kleines, zweimotoriges, Privatflugzeug, das an einigen Flugschulen sogar als Schulungsmaschine verwendet wird, um den Schülern zweimotorige Flugzeuge näher zu bringen. Das hat noch nicht so wahnsinnig viel mit Verkehrsflugzeug zu tun, aber funktionierte und wenig später kam dann eine Cessna 414 dazu, die dann schon eine ganze Ecke mehr hermachte, auch etwas mehr Sitzplätze bot und zum Beispiel eine Druckkabine mitbrachte. Sogenannten Bedarfsluftverkehr durfte man damit durchführen auf ausgewählten Flugstrecken zu ausgewählten Zeiten. Und es dauerte dann auch noch einige Jahre, bis Mitte der 1980er Jahre, da wurde der Nürnberger Flugdienst nach der Lufthansa zur zweiten deutschen Linienfluggesellschaft. Und das mit einem Zuhause am Nürnberger Flughafen. Mittlerweile bestand die Flotte der kleinen deutschen Fluggesellschaft dann aus mehreren Metrolinern, also dann wirklich tatsächlichen Verkehrsflugzeugen und im Zusammenspiel mit der von zwei Piloten gegründeten RFG, Reise- und Industrieflug aus Dortmund, einer weiteren kleinen deutschen Regionalfluggesellschaft, kaufte man dann jeweils 2 ATR-Maschinen. Eventuell sind das jetzt 2 kleine deutsche Fluggesellschaften, von denen ihr vielleicht vorher noch gar nicht so wahnsinnig viel gehört habt, aber zur damaligen Zeit, und das ist ja auch noch gar nicht so wahnsinnig lange her, waren das eben die Namen im innerdeutschen Luftverkehr neben der Lufthansa. Und da kann man ja vielleicht auch mal ganz froh drüber sein, dass es da überhaupt etwas gab.
denn man hat da das gesehen, was es heute eher seltener gibt. Und zwar haben sich da Leute wirklich mal was getraut und aus dem Nichts eine Fluggesellschaft aufgebaut. Und da kann man sich jetzt vielleicht denken, okay, was waren das für zwei kleine komische Unternehmen? Und sicherlich war da auch fliegerisch einiges anders, als es heute normal wäre. Aber es gab diese Fluggesellschaften, sie haben funktioniert. Und es waren einzelne Personen dahinter, die das von Anfang an aufgebaut haben. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn, RFD und NFD fusionierten und daraus wurde dann die Eurowings Luftverkehrs AG, die dann ab 2001 Stück für Stück durch die Lufthansa übernommen wurde, dann auch dementsprechend verändert und an die Lufthansa-Strukturen angepasst wurde. Und daraus wurde dann irgendwann die Eurowings, so wie wir sie heute kennen. Was also über die ganzen Jahre daraus geworden ist, das wissen wir alle. Und so entstand ein wichtiges Stück deutsche Luftfahrtgeschichte dort, zu der Zeit am Nürnberger Flughafen. Aber gut, weiter im Text. Wir haben eben schon mal geklärt, wofür der Flughafen Nürnberg, nicht zuletzt auch durch seinen Standort zwischen den beiden größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München, interessant war, was dort funktionieren konnte. Und das war neben hauptsächlich innerdeutschem Businessverkehr eben auch dieser Pauschalurlaubskram, Tourismusverkehr, Low-Cost, bevor das Ganze überhaupt Low-Cost hieß. Und für welche deutsche Fluggesellschaft könnte das zu dieser Zeit wohl besonders interessant sein? Natürlich Air Berlin. Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft machte den Flughafen Nürnberg rund um die Jahrtausendwende zu ihrem größten Drehkreuz. Und das mit teilweise über 20 Maschinen gleichzeitig am Flughafen, sodass der Nürnberger Flughafen mit der Fluggesellschaft wachsen musste. Klar, Air Berlin hatte zu dieser Zeit, ja, ganz stumpf gesagt, weder etwas am Flughafen München noch etwas im großen Stile zumindest am Flughafen Frankfurt verloren. Und Nürnberg war dann halt irgendwo die goldene Mitte und hat ja für das, was Air Berlin vorhatte, auch fantastisch funktioniert. Und so wurde der Flughafen rund um die Jahrtausendwende wirklich richtig groß und funktionstüchtig gemacht. Es wurde viel Geld investiert, der Flughafen bekam ein vergrößertes Flughafengebäude, bekam ein neues Cargo Center, eine U-Bahn-Anbindung, eine vollautomatische Gepäckanlage und nicht zuletzt dann auch irgendwann mehrere Auszeichnungen für wirklich hervorragenden Service, für eine hervorragende Abfertigung. Mit Air Berlin, mit dem Flughafen, wuchs natürlich auch die Gegend rundherum. Man profitierte gegenseitig voneinander und der Nürnberger Flughafen war somit nicht nur interessant für Tourismusverkehr, sondern natürlich auch für innerdeutsche oder innereuropäisch reisende Geschäftsleute. Und jetzt wissen wir aber, dass mit Air Berlin das ging nicht ewig gut. Und natürlich auch nicht am Nürnberger Flughafen. Und aus einer Reihe von Air Berlin Leitwerken wurden dann über die ganzen Jahre ein paar Leitwerke von bestimmten Linienfluggesellschaften, aber hauptsächlich Leitwerke von Billigfluggesellschaften wie Ryanair, Wizz Air oder auch Eurowings. Dennoch nahm der Flughafen natürlich aus dieser Air Berlin geprägten und damit wachstumsgeprägten Zeit eine hervorragende technische Ausstattung mit. Der Flughafen hat wie gesagt eine 2700 Meter lange Piste und das ist damit für Flugzeuge der A320 und Boeing 737 Familie, so wie sie hauptsächlich am Nürnberger Flughafen eingesetzt werden, vollkommen ausreichend. Dazu bietet die Piste auch die Standardbreite von 45 Metern. Und es gibt ein gut ausgebautes Instrumentenlandesystem, ein gut ausgebautes ILS. Das funktioniert in der Richtung 1.0 auf der Piste 1.0 mit Minima der Kategorie 1, also mit Entscheidungshöhen von etwa 75 Metern über dem Boden. Je nachdem, wie schlecht das Wetter ist, kann man dann also weiter auf der Piste 1.0 landen. In der Gegenrichtung auf der Piste 2.8 gibt es sogar das höchstmögliche zugelassene, was man bei einem Instrumentenlandesystem finden kann, und zwar die Kategorie 3 Bravo. Das ermöglicht dann automatische Landung bei praktisch null Sicht, ohne Entscheidungshöhen und dementsprechend muss sich die technische Ausstattung vor allem der Piste 2.8 am Nürnberger Flughafen eigentlich in keinster Weise hinter der eines internationalen Großflughafens verstecken. Dazu kommt auch noch ein ganz wichtiger weiterer Punkt und zwar ist der Nürnberger Flughafen, zum aktuellen Zeitpunkt zumindest noch, für 24 Stunden geöffnet, den ganzen Tag über. Und das ist ein nicht zu unterschätzendes Argument, wenn man als Fluggesellschaft dort seine Flugzeuge einsetzen möchte. Tja, und das alles zusammen sorgte eben dafür, wie gesagt, dass der Flughafen vor allem in den letzten 3 Jahren bei den Starts und Landungen, bei den Passagierzahlen wieder richtig ordentlich zulegen konnte. Im DFS-Mobilitätsbericht des Jahres 2018 ist der Nürnberger Flughafen mit etwa 55.000 IFR-Starts und Landungen vertreten. Insgesamt waren es an dem Flughafen in dem Jahr 66.000 Flugbewegungen, die man da gezählt hat. Das entspricht damit einem Zuwachs von 2% im Vergleich zum Vorjahr und bei den Passagierzahlen hat man mit fast 4,5 Millionen Gästen im letzten Jahr einen Rekordwert erreicht.
und ist damit zum aktuellen Zeitpunkt wieder auf dem bestmöglichen Weg zu richtig ordentlichem Wachstum, nachdem die schwächelnde Air Berlin so ab 2010 auch einen schwächelnden Nürnberger Flughafen zurückgelassen hat. Der Nürnberger Airport ist also für die nahe Zukunft auf gar keinen Fall schlecht aufgestellt, ist richtig gut aufgestellt und hat wirklich Sinn und Berechtigung in seiner Region und ist zum aktuellen Zeitpunkt offen für weiteres Wachstum. Das sieht auch die Fluggesellschaft Corendon so und hat jetzt vor wenigen Wochen am Flughafen Nürnberg eine eigene Basis eröffnet. Stationiert dort jetzt eine Boeing 737-800. Mit diesem Flugzeug peilt man jetzt dort in Nürnberg etwa 50 Abflüge die Woche an und jetzt im Winter geht es erst einmal hauptsächlich in Richtung Kanaren und dann im Sommer hauptsächlich in Richtung Türkei. Unter anderem auch nach Antalya, das aktuell beliebteste Reiseziel von Nürnberg aus. Und wer weiß, die Funktion als Drehkreuz, die der Nürnberger Flughafen mal durch die Airline Air Berlin erhielt, eventuell übernimmt das ja bald mal eine andere Fluggesellschaft. Lage, Service und Ausstattung geben es auf jeden Fall her. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt auf eure Erfahrungen mit dem Nürnberger Flughafen. Vielleicht seid ihr von dort aus schon mal in den Urlaub geflogen. Dann schreibt gerne was in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. We'll be right back.